sitze im Zug. Es geht zur Hanami in Casual Cosplay. Wir wollten es halt ein bisschen geschmeidiger angehen für die Hanami. Für die Dokumi haben wir was Größeres geplant. Auch wieder Yuri und Eis. Mit Victor und Yuri. Wird fleißig dran gearbeitet und ab und zu auf Instagram hochgeladen. Dann sind wir mal gespannt, was uns erwartet. Wir haben noch keine Cosplayer gefunden. Mit mehr Cosplayer vielleicht. Wo sind die Cosplayer hin? Spätestens hier. Aber. Ich sehe keine Cosplayer. Sad. Naja. Cosplayer? Wo seid ihr? Du sollst dich eigentlich ausziehen und nicht anziehen. Ja, hättest du wohl gern. Das hast du irgendwie ein bisschen falsch verstanden. Victor! Was? Ja. Ach Mann. Warum nicht? Ja, aber komm. Das ist ein Fahrstuhl. Da. Cool. Cosplayer. Wie haben sie gewonnen? Was ist mit dem los? Wir sind auf der Hanami angekommen, schon seit längerem, und chillen erstmal hier eine Runde in unserer Ecke und haben ein paar Cosplays so begutachtet und gehen jetzt gleich nochmal eine Runde rum. Ja, wir schauen dann mal. Ja. Ein paar interessante Dinge schon gesehen. Und ja, vielleicht treffen wir mal ein paar coole Leute. Es sind ja genügend, denke ich, da. Bis dann! Es sind ein paar mehr Leute geworden. Oh, mächtige Stufe. Jemand, der guten Musikgeschmack gefunden hat und ganz in unserer Nähe wohnt, mehr oder weniger. Allein. Dieses Geschöpf hat sich dazu gestellt. Schlaf doch, oder? Oh das Gott! Ist meins. Das ist pure Liebe! Mein! Liebe! Hanni, du bist ein Liebesherz noch. Liebe! Liebe! Sag mal was du, Alter. Liebe! Genau. Ihr wollt jetzt auch noch sehen, was. Oh. Alter, ist das geil. Ja, das, ja, eine, das eine ist gay und das andere ist geil. Jo. Was los? Und chillen jetzt. Das ist nicht wie immer. Convention-like halt. Ohne Witz, man trifft immer wieder so coole Leute. Jetzt auch welche gefunden, die halt in der Nähe von uns wohnen. Ja, und auf jeden Fall gehen wir jetzt gleich nochmal rum durch die Menge. Ach ja, und wir treffen nachher natürlich die Muffins wieder. Die Muffins, unsere Bros, die wir letztes Jahr auf der LWM kennenlernen durften. Mittlerweile so ziemlich auf jeder Convention treffen und dabei ist.
deine feste Institution. Genau. Unsere Friends, yo. Gehen einkaufen. Yeah. Aldi, Aldi. Aldi. Kein Product Placement. Der Beste. Der Beste. Ja, man kann eigentlich immer. Der Wein, der Wein, der Wein. Hallo. Sag mal, es gibt welchen. Hallo, Juri. Besorgt. Besorgt. Nein. Wir gehen in Einkauf. Ach ja, Victor ist so eitel. Ich gar nicht. Bist du wohl? Wer hat denn sein ganzes Schminktäschchen dabei? Das ist halt wichtig. Außerdem mache ich das auch wirklich. Ja, ja. Und verlangst es von mir? Ich verlange dazu einiges. Oh, es ist so furchtbar. Ich möchte das nicht, Victor. Mach dieses Gesicht nicht. Dieses Gesicht? Ja, dieses Gesicht. Ich gucke normal. Dieses Gesicht. Was, hallo. Der Zoom ist toll. Hallo, ich mein Popel. Ich probiere dich auch. Ja, okay, genug davon. Victor schminkt sich jetzt einfach weiter und dann schauen wir mal. Sag nochmal tschüss. Die Muffins! Und sie denken schon wieder, oh nein, jetzt kommt wieder die Kamera. Nein, du zu klein bist, Mann. Toll. Mein ganzes Herz. Das war natürlich ein Argument. Oh Gott, sind die Yucatas geil. Oh mein Gott! Laufen, laufen, laufen! Friends. Die Con ist vorbei.
Wir sind zu Hause bei mir. Ja. Hat ein bisschen länger gedauert. Ja. Aber wir haben es geschafft. Ja, wir haben 3 Stunden gebraucht hierher nochmal zurück und es ist sehr spät mittlerweile. 12 Uhr fast. Machen wir es kurz. Highlights der Con. Die Leute, die uns angesprochen haben, obwohl wir so gar nicht rumlaufen, finde ich. Also es war wirklich mega süß von euch allen zu sagen, oh, eure Cosplays sind so toll, obwohl wir irgendwie in unseren Alltagsklamotten rumgelaufen sind. Das war aber trotzdem wirklich mega, mega, haben uns total drüber gefreut. Ja, es war mega, mega lässig. Also man hat wieder coole Leute getroffen, wieder interessante Charaktere kennengelernt, womit man auch voll so rum albern konnte und so. Das war halt echt angenehm. Und für den Einstieg für die Convention-Zeit 2018 war die Hanami auch ganz angenehm. Negativ-Dinger. Gab es eigentlich so keine wirklichen. Ja. So, als nächstes steht an die Dokumi. Und an dem Samstag. Genau. Das blamen wir was. Aus Yuri und Eis. Oh, eine Überraschung. Man sieht das ja nicht auf Instagram oder Facebook. Ja, auf Instagram wird man schon so langsam herauskriegen, worum es da gehen will. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall vielen Dank an euch alle, die wir getroffen haben. Und vielen Dank. Vielleicht sieht man sich. Bis dann. Bis dann.